Hallo und willkommen zurück zu Stellaris. Und hier sehen wir den, na, mehr oder weniger größten Teil des Raumbereiches der Vereinten Nationen der Erde, Teilmitglied der Vereinten Föderation. Und ich habe in eurer Abwesenheit nichts gemacht, aber beschlossen, dass wir einen unserer Botschafter, beziehungsweise wir haben einen neuen bekommen, Gesandten, ihm zuweisen und unsere Beziehung verbessern. Und dann werden wir noch ein Handelsabkommen schließen. Er ist uns zwar unterlegen, aber wie gesagt, ich habe tatsächlich ein wenig Schiss, dass er in diese Riesenföderation reinkommt. Und das sollten wir verhindern. Deswegen werde ich ein Handelsabkommen ihm anbieten, was unseren Verbündeten mit Sicherheit nicht sehr schmecken wird. Und werde erstmal gucken, ob ich möglicherweise Informationen bekomme. Ja, das wird nicht klappen. Und dann werden wir mal ein Standardhandelsabkommen machen, was ich öfters mache. Er kriegt als Geschenk 500 Nahrung von uns. Und wir unsererseits werden ebenfalls die Grenzen wieder öffnen. So, haben wir noch irgendwas? Nee. Das ist der erste Punkt. Dann gleiches bei dem Commonwealth of Man. Da gucken wir noch mal. Sie sind grundsätzlich empfänglich. Deswegen werde ich auch Ihnen ein Handelsabkommen anbieten. Und auch Ihnen, um die Beziehung ein wenig zu verbessern, 500 Nahrung schicken. Dann packen wir noch mal Kommunikation mit drauf. Und aktive Sensorverbindung von Ihnen, nicht von uns. Das machen wir mal ein wenig länger und bestätigen. Denn das sind am Ende des Tages Menschen und ja, ich möchte doch, dass auch unsere menschlichen Freunde geschützt bleiben. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal den Teil hier oben an und gehen weiter. Sehr schön. Dann kannst du direkt nach hier gehen. Und ein Handelsabkommen wurde angenommen. Sehr gut von beiden. Das hat uns zwar 1000 Nahrung gekostet, aber wir sind bei plus minus null. Also ich denke, das passt. System erkundet. Hadar-System passt. Und die sind hier weiter unterwegs. Eine Ethikänderung, okay. Nach einer andauernden Phase wachsenden Zuspruchs für die Xeno Justice Conceal sollte es nicht heißen für das? Okay, hat das Sukakan Galactic Assembly die Fraktion schließlich akzeptiert und ihre Kernprinzipien und Richtlinien angenommen? Als Folge der Integration dieser Fraktion in ihre Regierung sind sie nach außen hin Xenophiler geworden. Okay. Das gucken wir uns mal an, was das für uns bedeutet. Handelswert plus 10% verfügbare Gesandte. Das sieht ja erstmal gut aus. Wir können sie immer noch nicht in die Föderation einladen. Aber vielleicht bringt das ja einen entsprechenden Umschwung. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Construction completed. Ja, das haben wir gesehen. Und die Amöben befrieden. Gelegentlich die Emission der Reaktorkerne unserer Schiffe zurückzuhalten, während sie in der Nähe von Weltraumamöben sind, scheint auszureichen, um sie zu beruhigen. Sehr cool. Mit diesen neuen Protokollen sind sie keine Bedrohung mehr und wir sind in der Lage, sie aus nächster Nähe zu studieren. Sehr, sehr, sehr cool. Jetzt müssen wir mal gucken, was das heißt. Das ist der Scavenger-Bot. Okay. Das sind die Innocent Mining Drones. Hier ebenfalls. Ja, das bringt jetzt tatsächlich gar keine so großen Vorteile für uns. Und wir müssen noch die Sozialforschung wählen.
Und ja, ich möchte tatsächlich mal in Richtung der Omega-Theorie gehen. Da bleiben noch 13 Monate. Das ist ja dieser seltsame Kreislauf. Vielleicht kriegen wir da irgendwas zusammen. System Survey concluded. Okay. Galactic Assembly und Hüter von Avebreen haben ein Forschungsabkommen geschlossen. Ei, ei, ei. Da können wir doch jetzt mal gucken. Ihre Änderung, Ethikänderung, hat anscheinend was bewirkt. Ja, wir können sie nicht einladen. Aber zumindest scheinen unsere Freunde. Na, sie sind immer noch dagegen. Aber wir können sie immer noch nicht einladen. Aber vielleicht in Zukunft. Tradition, okay. Wir waren beim letzten Mal in Richtung der Harmonie. Und sind hier beim Thema Bollwerk, nämlich während eines Verteidigungskriegs gegen ein anderes Reich wird die Baugeschwindigkeit von Schiffen erhöht und eine höhere Feuerrate. Das wäre, ich denke, das ist in Anbetracht der aktuellen Situation durchaus eine Option. Denn wenn überhaupt, dann wird es zu einem Verteidigungskrieg kommen und nicht zu einem offenen Angriffskrieg, zumindest nicht von meiner Seite aus, besonders wenn wir in diese Richtung gucken. So. Jetzt müssen wir überlegen, wir machen erst das hier, Esvio Prime. Okay. Weitere unwahrscheinliche Neuigkeiten von Esvio Prime, wo sich die Bevölkerung auf mysteriöse Art und Weise erhöht hat. Die Bevölkerungszahlen entsprechen nun unseren Erwartungen, aber es ist wohl zu einer Art Informationssabotage gekommen oder etwas zu anderem. Was genau, das wissen unsere Verwalter leider auch nicht. Keins der Individuen auf dem Planeten existiert in unseren Aufzeichnungen. Dafür fehlen sämtliche ursprünglichen Kolonisten. Es ist, als seien alle mit völlig Fremden ersetzt worden. Okay. Allerdings schwören alle loyale Bürger der Vereinten Nationen der Erde zu sein. Sie alle sind produktiv und scheinen geistig gesund zu sein. Sie streiten in sämtlichen Kommunikationen jegliches Wissen von irgendwelchen Verwechslungen ab und bestehen darauf, dass unserer Seite ein Fehler unterlaufen ist. Ja, da schicken wir ein Untersuchungsteam hin, ganz klar. Das ist ja scharf, ey. Das ist ja geil. Was kann man hier machen? Wir brauchen ein Forschungsschiff. Also mal gucken, ob wir hier irgendwo eins in der Nähe haben. Wir könnten eigentlich, wenn der hier fertig ist, könnten wir einen Sprung ins Esyuk-System machen. So machen wir das. Aber wir haben auf der Erde einen Bauslot frei. Und aktuell würde ich sagen, ist die Reichsausbreitung kein Problem. Forschung. Ja. Dann würde ich tatsächlich noch umplanen. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir werden hier in diesem Bereich in weitere Forschung investieren. Na? Okay, jetzt hatte ich es zu weit rüber geschoben. Und zwar ein Forschungslabor. Und auf Kerensa werden wir eine Legierungsgießerei bauen, die leider Gottes auch im Moment ein wenig zu kurz kommen. Spezialistenarbeitslosigkeit, das wird hoffentlich gleich beseitigt. Sehr schön. Dann weiter. So, nächste Sternbasis. Wir haben noch zwei Systeme, beziehungsweise mit ihm hier sind es drei. Und ich hoffe, das klappt. Forschungsstation plus 10%, sehr schön. Das bringt ein paar Punkte hinzu.
Und ja, wir hätten den Plasmabeschleuniger. Einfache Gefechtsrollen, das finde ich tatsächlich noch wichtig. Und danach sollten wir uns tatsächlich dem Sprungantrieb widmen. Denn ich kann es nur wiederholen, der Sprungantrieb, ich finde ihn tatsächlich strategisch extrem wichtig für das, was wir gerade machen. Construction completed. So. Und wir haben die archäologische Stätte vergessen. Das gucken wir uns natürlich auch an. Die Entdeckung weiterer Überreste eines uralten Baol-Biocomputers hat neue Einblicke in die Geschichte dieses planetoiden Schwarmbewusstseins geboten. Die Baol scheinen von einem einzigen Planeten, dessen Standort unbekannt ist, abzustammen und waren ursprünglich eine nicht fühlende Pflanzenvegetation. Okay. Prähistorische Baol waren Klone ihrer Elternpflanze und entwickelten nach und nach die Fähigkeit eines Schwarmbewusstseins, um auf ihrem Heimatplaneten langsam, aber und friedlich zu wachsen. Das ist natürlich schon geil, ne? Ich hoffe, dass wir da diesen Planeten finden. In der Hoffnung, dass die Gronur uns nicht zuvorgekommen sind. Es läuft eine öffentliche Wahl von Helga Stein. Schlagwortstandardisierung. Jetzt muss ich mal gucken. Bin ich jetzt blind? Ein Beschluss wurde verabschiedet. Der Senat hat im Beschluss Schlagwortstandardisierung abgestimmt und ihn verabschiedet. Dann gucken wir mal bei Beschlüsse. Ja, genau, das war das Thema, was wir schon hatten. Dass die Bürokraten noch mehr kosten. Ja. Okay, es läuft eine Wahl und ich hoffe, dass sie, ich glaube, Ricky war das, die der falschen Fraktion hier angehört. Oder war das sie? Okay, lassen wir uns mal überraschen. Hier möchte ich tatsächlich nichts für ausgeben. Von daher ist es. Ah, verdammte Sch Mist. Jetzt haben die uns tatsächlich diesen Raumsektor weggeschnappt, aber das werden wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir werden hier definitiv einen Hyperraumsprung initiieren. Sehr gut. Gemäß unseres und Mandats unseres Premierministers wurden unsere planetaren Distrikte ausgebaut. Sehr schön. Das bringt uns weitere Einigkeit. Oh, das ist doch unglaublich. So eine Säcke, ey. System Das Survey Schlimme ist, completed. er kann keinen Hyperraumsprung machen. Unglaublich. Ja, das lese ich jetzt auch nicht nochmal vor. Das sind die wandernden Wälder. Und also das halte ich tatsächlich jetzt tatsächlich für eine Katastrophe, dass wir einfach zu langsam waren. Das ist echt eine Katastrophe, ganz ehrlich. Okay, damit müssen wir jetzt leben. Wir haben zumindest diesen Bereich für uns gesichert und müssen jetzt zusehen, dass wir das, was wir sichern können, sichern und uns nicht die Illusion hingeben, hier oben irgendein Sternsystem zu holen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall hierhin fliegen und gleichzeitig das Ding verbessern zu einem Sternhafen, um unsere Grenzen in diesem Bereich hier zu schützen. Und dann sollten wir schleunigst zusehen, dass wir 1, 2, 3 Systeme hierhin kommen und dann natürlich so viel wie es geht in diesem Bereich noch ausbauen. Das sollte durchaus unser Ziel sein. Okay. Dann gucken wir uns noch mal Sirius Prime an. Hier gibt es einen weiteren Gebäudeslot. Und wir haben hier ein Verwaltungsbüro. Ich würde sagen, das passt noch. Also grundsätzlich sollten wir hier in diesem Bereich mal investieren.
sortieren. Ich denke, wir gehen hier mal in Richtung Generator. Und jetzt sollten wir überlegen, was wir hier machen. Beziehungsweise, wir sind hier ein Verwaltungszentrum. Dann ist es eigentlich klar, was wir machen. Dann werden wir hier ein weiteres Verwaltungsbüro bauen. Ganz klar. Subtranius werden wir erstmal die Gebäude verbessern. Und wir haben hier noch genug freie Plätze. Und wir haben noch keine Spezialisierung hier. Das ist aber grundsätzlich eine Agrarwelt. Dann sollten wir hier tatsächlich nicht in Richtung Industrie gehen. Subtranius, jetzt lasst uns nochmal gucken. Es liegt hier. Strategisch wichtig gelegen. So, das heißt, wir sollten bei Subtranius. Wir haben die Wirtschaftszone. Dann würde ich jetzt tatsächlich das Holotheater bauen, dass wir uns den Ausbau möglicherweise weiterer Stadtdistrikte ersparen können und in diesen Bereich gehen und danach andere Gebäude bauen. Ich denke, das ist soweit okay. Okay. Und dann gibt es hier jetzt Space-Amöben, die aber keine Gefahr mehr für uns darstellen. Dann gibt es jetzt die Schereta-Station. Und hier gibt es bereits Ankerplätze. Und dann werden wir hier noch zwei weitere bauen. Und hier unten würde ich tatsächlich Ressourcensilos, macht keinen Sinn. Ich würde tatsächlich in Richtung Zielcomputer gehen. Ja, ich denke, das passt. Gut. Und weiter. System erkundet, alles klar. Valery Fedorov hat Stufe 3 erreicht. Unser General. Das John Muir System wurde erkundet. Und jetzt gucken wir mal, ob unsere Forschungsschiffe zu tun haben. Eher nicht. Und wir hatten gesagt, wir wollten springen. Und wir sollten das tatsächlich mal tun. Hier ist soweit alles erforscht. Wir könnten mit ihm hier hinspringen, aber das können wir auch mit ihm machen. Und ich würde sagen, wir springen mit ihm ins Esviok-System, gehen auf eine andere Flottenhaltung und dann springen wir dahin. Omega-Theorie. Okay, Einsatz sozialer Protokolle, die auf Paradoxe, Intuition und Liebe basieren. Wenn wir das System des Kreislaufs verstehen, wissen wir, dass wir sowohl durch den Erhalt als auch durch das Teilen von Anweisungen Einfluss üben können. Hat uns das irgendwas gebracht? Ich glaube nicht, ne? Ja, 30 Flottenkapazität. Definitiv. Ganz klar, das wollen wir haben. Und dann gibt es Neuigkeiten von der Galaktischen Gemeinschaft. Okay, das ist nur, dass das abgeschlossen wurde, alles klar. So, das Forschungsschiff ist dahin unterwegs und wird dort bitte. Das kann er noch nicht. Dann kann er es hoffentlich, wenn er im nächsten Monat ankommt, direkt hier bauen. Eine neue Fraktion hat kürzlich in der innenpolitischen Landschaft der Vereinten Nationen der Erde an Zugkraft gewonnen, angeführt von Governor Igor Stetnik. Sie nennt sich selbst International Growth Initiative. Ihre Mitglieder versuchen, den nationalen Schwerpunkt mit friedlichen Mitteln auf finanzielle Erwägung und Stabilität zu lenken. Okay, das sollten wir uns gleich mal angucken. Jetzt werden wir erstmal diesen Auftrag hier erteilen und dann gucken wir uns mal die Fraktionen an. 5000 Politik auf nur beschränkt unsere Politik auf nur Verteidigungskriege. Das möchte ich tatsächlich nicht machen.
Ich gucke nochmal hier. Nee. Also nur Verteidigungskriege, Unterstützer 3%, aktuell 5 Pops. Das finde ich, das lassen wir mal, das finde ich nicht gut. Dann würde ich sagen, lassen wir mal weiterlaufen. Aber ich sehe, wir haben hier einen Gesandten weniger. Und trotz alledem möchte ich hier einen hinschicken. Und deswegen werden wir den der Sukakan da hinschicken. Und wir sehen jetzt, was die hier machen. Und vielleicht können wir hier noch ein bisschen mehr machen. Nee, im Moment leider nicht. Schade. Okay. Und dann bleiben wir mal hier, denn hier ist es, wie ich finde, tatsächlich am interessantesten. Und Igor Stetnik hat eine neue Stufe erreicht. Okay. Gut. Construction completed. Research concluded. Die nächste Forschung und einfache Gefechtsrollen. Sehr, sehr gut. Und jetzt werde ich definitiv hier den Sprungantrieb erforschen, denn den halte ich für strategisch zu wichtig, anstatt dass wir den jetzt noch weiter auf die lange Bank schieben. So. Und das Letzte, was wir jetzt in dieser Folge machen, ist einmal in unseren Flottenmanager gehen. Beziehungsweise erst den Schiffsdesigner und uns die Defiant-Klasse angucken. Und die hat Fusionsraketen. Die haben eine Reichweite von 100. Und dann gehen wir hier mal auf die Gefechtscomputer und werden zumindest die taktische Distanz auf 30 stellen. Dass er nicht zu nah ranfliegt. Und hier setzen wir das regenerative Rumpfgewebe rein. Dann gehen wir nochmal in die Miranda-Klasse und werden auch hier regeneratives Rumpfgewebe reinsetzen. Speichern, ja. Nächster Schritt ist unser Flottenmanager, bei der wir die First Fleet alle verstärken. Wir wollen sie verbessern. Das kostet 440. Ja, aber ich denke, das wird sich lohnen. Definitiv. Das lohnt sich definitiv. Und dann gehen wir noch mal ein paar Minuten weiter. Ein Datenkristall der Grunur. Okay. Auf dem Asteroiden bzw. Planetoiden wurde ein Datenkristall der Grunur gefunden, der etwa auf 7 Millionen Jahre zurück zu datieren ist. Boah, Wahnsinn. Der Datenkristall enthält teilweise lesbare militärische Aufzeichnungen, die sich auf die Invasion des Planeten beziehen. Anscheinend erwarteten die Grunur einen gewissen Maß an bewaffneten Widerstand und waren nicht sonderlich beeindruckt von den unglaublich langsamen Baol. Das Protokoll beschreibt die Leichtigkeit, mit der auf die verspätete Antwort der Baol reagiert wurde und dies in einer äußerst abwertenden Art und Weise. Tja, ich denke, an Anbetracht der aktuellen Erkenntnisse, glaube ich, wissen wir alle, was das heißt, dass die Grunur die Baol ja, vernichtet haben. Und wie es hiermit weitergeht, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.